Hi Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Analyse. Heute geht es um Erling Haaland, zu welchem Verein er am besten passt, woran er noch arbeiten muss und wie groß die Maschine des BVBs wirklich werden kann. All das jetzt in diesem Video, also bleibt dran und let's go! Zuerst einmal möchte ich klarstellen, dass es auf diesem Kanal hier viel Fußball-Content gibt. Wenn euch das Video hier gefällt, könnt ihr natürlich unten gerne kurz abonnieren, um das nicht zu verpassen. Ansonsten lege ich gleich los mit dem Norweger Erling Braut Haaland, der am 21. Juli 2000 geboren ist. Im Januar 2019 wechselte er dann von Molde FK zu RB Salzburg. Dort hatte er eine sehr extrem starke Torquote von 29 erzielten Toren in 27 Spielen. Ein Jahr später dann, im Januar 2020, wechselte er dann für 20 Millionen Euro von RB Salzburg zum BVB. Und seitdem ist er wirklich bekannt im Weltfußball, weil er wirklich eine unglaubliche Torquote seitdem hatte. In 62 Pflichtspielen 62 Tore und 18 Torvorlagen, also 80 Torbeteiligungen in 62 Pflichtspielen. Ich hatte tatsächlich für diese Saison ein bisschen Bedenken. Die Verteidiger könnten sich ja mittlerweile auf ihn besser eingestellt haben. Und ich war mir gar nicht so sicher, ob er seine Torquote wirklich wiederholen bzw. steigern kann. Aber die ersten zwei Spiele, die machen einen ganz anderen Eindruck. Den Supercup gegen FC Bayern München, den streichen wir jetzt mal weg. Ich schaue jetzt erstmal auf die ersten beiden Spiele, in denen Erling Haaland wirklich brutal überragend gespielt hat. Zum einen das DFB-Pokalspiel beim 3:0 gegen Wien Wiesbaden. Alle drei Tore erzielt er selbst. Und das erste Bundesligaspiel beim 5:2 gegen die Eintracht erzielte er zwei Tore selbst und bereitete drei weitere vor. Er war also an den ersten acht Pflichtspieltoren des BVBs in dieser Saison beteiligt. Und bei den meisten Toren sah man dasselbe Bild. Der BVB gewann die Bälle in der eigenen Hälfte und schaltete dann schnell um. Dadurch, dass man die Bälle in der eigenen Hälfte gewann, hatte man viele Freiheiten und viel Räume in der gegnerischen Hälfte, die Erling Haaland eiskalt mit seinem Tempo und seinem unglaublich schnellen Antritt nutzte. Haalands größte Stärke ist überhaupt sein unglaublicher Antritt. Meistens lauert er an der straffen Kante, schafft es aber dann im richtigen Moment loszusprinten und ist dann natürlich auch meistens schneller wie seine Gegenspieler. Aber gleich gehen wir nochmal genauer auf den Spielstil von Erling Haaland ein. Jetzt müssen wir erstmal die Frage klären, wohin geht er denn? Und diesen Sommer wird er auf jeden Fall nicht wechseln. Diesen Sommer wird er den BVB auf jeden Fall nicht verlassen. Das ist seit ein oder zwei Tagen von mehreren Medien berichtet. Es ist fix, dass er diese Saison beim BVB bleibt. Er hat einen Vertrag bis 2024, 2022, in einem Jahr bin ich mir aber sicher, Erling Haaland ist weg. Die Ablösesumme von der Ausstiegsklausel, die im Jahr 2022 eben greifen soll, die könnte 75 bis 90 Millionen Euro hoch sein. Die meisten Medien diskutieren dann auch, wie hoch diese Ausstiegsklausel wirklich ist. Es ist auf jeden Fall viel zu wenig für Erling Haaland, aber das ist jetzt erstmal Nebensache. Die Frage ist, zu welchem Club wechselt er? Ich möchte jetzt nicht darauf eingehen, zu welchem Club er am wahrscheinlichsten wechselt. Das kann man jetzt noch überhaupt nicht sagen, wie die Situation auf der 9er Position und die finanzielle Situation bei den meisten Vereinen dann aussehen wird. Ich glaube zum Beispiel beim FC Bayern München wird in 2-3 Jahren immer noch ein Robert Lewandowski auf der 9 gesetzt sein. Ich möchte jetzt erstmal nur darauf eingehen, wohin Erling Haaland denn am besten passt. Und so vom Spielstil her fällt mir tatsächlich zuerst Manchester United ein. Wenn man sich zum Beispiel das Spiel gegen Leeds United in der Premier League ansieht, Manchester United ist auf jeden Fall der Favorit, aber sie laufen nicht so hoch an. Manchester United ist, egal gegen welches Team, dafür bekannt, ungern im vordersten Drittel zu pressen. Man hatte gegen Leeds United nur 49% Ballbesitz, man hat sich eher zurückgezogen, aber wenn man den Ball dann bekommen hat, ging es ganz schnell zu Pogba oder eben einem anderen Spieler und der spielte den Ball dann schnell, ganz schnell in die Tiefe, wo man dann in der gegnerischen Hälfte viele Freiheiten hatte und so das Spiel eben auch 5:1 gewinnen konnte. Und Erling Haaland würde da für mich perfekt reinpassen. Ich würde ohnehin gerne Pogba und Haaland in einem Team sehen.
Pogba, der mit seinen schlauen, tiefen Pässen Haaland füttert, würde ich einfach sehr gerne sehen, auch wenn es natürlich viele andere Top-Spieler gibt, die das auch können, ähnlich gut können. Für mich passt Erling Haaland eben zu so einem Team wie Manchester United. Zu welchem Team Erling Haaland zum Beispiel eher nicht passen würde, ist für mich Manchester City. Manchester Citys Fußball sieht eher so aus, man schiebt sich den Ball um den Strafraum herzu, man dominiert das Spiel, vielleicht kommt dann mal eine Flanke hinein und ein Kopfballtor oder eben ein guter Pass in den Strafraum oder eben ein guter Fernschuss, und das passt alles nicht zu Erling Haaland, da würde sich Haaland auf jeden Fall nicht entfalten können. Außerdem muss man sagen, ein Team, das Flügelspieler oder eben Außenverteidiger hat, die gerne hohe Bälle in den Strafraum bringen, in so ein Team passt Erling Haaland auch nicht, denn ich kann mich bisher an einen guten Kopfball gegen Fortuna Düsseldorf erinnern von Erling Haaland. Ansonsten ist Haaland leider, um das so zu sagen, alles andere als kopfballstark. Er ist 1,94 Meter groß, aber kopfballstark ist er leider nicht. Vielleicht kann er das noch entwickeln im Laufe seiner Karriere, aber ich würde sagen, der nächste Schritt muss zu einem Team gehen, das eher so spielen lässt wie Manchester United und weniger so spielen lässt wie Manchester City. Doch egal zu welchem Club er geht, über die Jahre hinweg werden sich die Verteidiger immer mehr an seinen Spielstil anpassen, immer mehr lernen, wie man gegen ihn verteidigt, und somit wird er es auch immer schwieriger haben. Und Miroslav Klose, der Mann, der die meisten WM-Tore aller Zeiten erzielte, sagte auch schon, also ein echter Top-Stürmer, sagte auch schon, er wird sich bald zum Kombinationsspieler weiterentwickeln müssen. Aber trotz allem, was man bei ihm bedenken, kritisieren oder verbessern kann, ist er ein unglaublicher Fußballspieler, was Antritt, Schnelligkeit, Raumgespür, Strafraumgespür, Lückengespür und eben Torabschluss und Torriecher betrifft, ist ein unglaublicher Fußballer. Aber was ihn auch auf jeden Fall auszeichnet, ist sein unglaublicher Wille und wie er einfach menschlich tickt, wie er über Tore jubelt, sieht man einfach, was er für ein klasse Mensch ist. Und ich glaube, über die Jahre hinweg wird er alles lernen, was er lernen will. Ich glaube, er wird eine sehr, sehr steile Karriere hinlegen, und ich könnte mir sogar vorstellen, dass er mehr Titel und Tore sammelt wie Cristiano Ronaldo. Ich kann es mir einfach vorstellen. Wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend sein, in den nächsten Jahren, in dem nächsten Jahrzehnt seine Karriere zu beobachten. Auf jeden Fall war es das von diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr diesem gerne ein Like geben. Und ihr könnt natürlich auch gerne meine Bundesliga-Prognose ansehen oder meine Prognose zur zweiten Liga. Alles sehr interessant, würde mich auf jeden Fall alles sehr freuen. Naja, wir hören uns dann oder wir sehen uns dann. Ciao!